Vortex, ich habe das Produkt gewählt, weil mir einfach in den letzten 10 Jahren fast die Luft ausgegangen ist. Also immer ein zusätzlich schlechtere Ergebnisse in der Performance durch WLAN und diesen ganzen Unsinn. Und dadurch, dass sich das ja auch schleichend entwickelt hat, und ich glaube, es dürfte schon weiter sein wie früher. Eine 5000-fachung des Elektrosmog-Anteils nur allein in den letzten 10 Jahren lässt einen natürlich dann irgendwie wirklich nachdenklich werden. Und als ich vor 2 Jahren gesagt habe, ich mache hier einen Laden, habe ich diesen Laden natürlich hier geschmückt mit schöner Beleuchtung, hatte ich vorher nicht, alles so GU10 LED. Und dann mussten wir hier eine neue ISDN-Anlage, also ISDN musste raus, Voice over IP musste her. Dann kam noch eine Alarmanlage hier in das Haus hinein, eine Telenotanlage, die mit direkter Verbindung zum Sicherheitsdienst und so weiter, den ich gleich noch eben anrufen muss, ne? Darf ich nicht vergessen. Und das Ende vom Lied ist, es klang nie wieder so. Ich dachte, es liegt an mir. Mit mir stimmt irgendwas nicht, ich habe Stress oder irgendwas. Und habe dann viele verschiedene Filter, viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und der Mauer hat die längste Erfahrung mit dieser Sprache in dem Audiobereich, mit seiner Vergangenheit, auch damals noch mit Kreativ zusammen. Kann man schon auf 10 Jahre Professionalität in der Richtung von So Informationen und ein in den letzten Jahren weitergehend dann eben die Spezialisierung sehr stark auf diesen Blickwinkel. Was kommt rein, was kann ich raushalten, was kann ich verwandeln, was kann ich positiv für mich umsetzen. Und das hat mich einfach dazu bewogen, weil er auch einfach im Grunde genommen für jeden Bereich, für jeden Problembereich auch eine Lösung hat, einen irren Fundus, wie viele Produkte, 120 sind es. 120 Produkte, wo man einfach sagen kann, da gibt es also schon einen Weg. Es gibt nämlich nicht das eine dogmatische Mittel, das hilft für alles, so nach dem Motto, ich setze irgendwo einen Stecker oder so eine Voodoo-Puppe. Und dann funktioniert es eben. Oder kauf einen Resonator oder was auch immer. Es ist eben nicht so. Nur allein die Raumakustik ist es auch nicht. Nur das Alleinbringende glücselig machen. Wenn ich den Strom auslasse, das wissen wir ja auch alle, sind das an sich schon diese beiden starken Faktoren, die wir haben. Raum, Strom und Umgebung. Das sind so meine Sachen. Um die Umgebung habe ich mich mit Akustiksystem. Schon seit 16 Jahren beschäftige ich mich da intensiv, oder 17 Jahren kann man sagen. Ich habe hier vielleicht, wenn ich noch ganz kurz was sagen darf, zu der Kette, die wir hier aufgebaut haben. Da haben wir mal was genommen, weil ich bei der letzten Show habe ich hier ein System für 140.000, 150.000 Euro stehen, wo ich sage, das ist für viele dann schon völlig abgedreht, teuer. Ne? Ist ja auch, wenn man das zusammenkauft, wenn man das gemütlich kauft, so über die Jahre hinweg, über 10 Jahre, kommen ja auch erstaunliche Anlagen bei dem einen oder anderen HiFi-Freund zusammen. Sind ja alle Und tot. was? Sagt nicht sowas. Also, und jetzt habe ich hier einfach mal einen omnidirektionalen Lautsprecher vorgeschlagen für die Session. Erstens, man hat nicht so diese Fokusthematik, obwohl man auch einen hat, ne? Aber die ist nicht so ausgeprägt wie bei den normalen Lautsprechern. Ein Audiomat, ein Vollverstärker aus Frankreich mit 2x40 Watt, ja? Also eine relativ kommode Leistungsgeschichte. Die Lautsprecher vom Markus Düvel machen so etwas um die 90 dB, 91 dB oder sowas. Und dann haben wir ein Audiolab CD-Spieler gewählt. So 1500 € Preisklasse, also jetzt auch nichts, wo man jetzt sagt, das ist irgendwie gefährlich. Das kommt einfach daher, bei mir gibt es nicht so viele CD-Spieler. Kann irgendwie leichter, es fällt mir leichter, einen Plattenspieler für 20.000 zu bestellen als einen CD-Spieler. Ne? Ein Plattenspieler geht mir so von der Hand, aber CD-Spieler, da habe ich eine größere Krise,
wie so manch einer. Was wir sonst hören, hören wir hier von Ingo Hansens Phonosophie. Ein Musikserver. Ne? Das ist normalerweise hier verpönt. Es hat auch direkt natürlich für Stress gesorgt. Für enorm Stress gesorgt. Deswegen bin ich so ein bisschen hinten dran, habe jetzt ein Kabel geholt. Dann würde ich einfach mal sagen, wir beginnen mit Herrn Mauer. Vielen Dank. Ja, danke, Thomas. Nochmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf, denn es ist immer wieder interessant bei jemandem, der ja schon so viel ganzheitlich HFI macht, also mit seiner Akustik, mit seinen Chang-Produkten, ja, die ja unglaublich, die Füße von Chang oder die seine Klangschalen, mit denen er doch in dem Mikrokosmos der Akustik doch erstaunliche Dinge bewegen kann, dass so jemand dann sagt, okay, ich merke, da gibt es noch ein weiteres Problem und so sind wir auch zusammengekommen. Ich bin ehrlich gesagt hierher gekommen, habe gesagt, ich weiß nicht, ob unsere Produkte sich mit seinen Produkten vertragen, weil so Schälchen sind ja auch energetisches Material. War ich also sehr skeptisch hier, aber hierher gekommen und ja, schon die ersten Versuche zeigten dann doch, dass also hier war es auch komisch, ganz komisch, die Höhen sehr verklirrt, ja, also ich habe tatsächlich alles wegbekommen. Also das war sehr erstaunlich. Können wir gleich mal zeigen, was da passiert. Also das, ja, also das war, weil wir haben ja hier so einen Tunneleffekt. Ja? Erstens nutze ich ja den Raum normalerweise auch für die Diagonal- bzw. für die Längstpositionierung. Und das heißt, man spielt sozusagen mit dem Sofa hier direkt fast aus dem Nahfeld heraus und eben aus dieser Richtung. Das heißt also, aber wenn hier mehrere Leute sind, wie soll das gehen? Auf dem Sofa sollen wir uns jetzt hier, Sie fünf auf das kleine Sofa, stellt mir gerade vor. Das war gruppendynamisch relativ interessant. Bestimmt, so gruppendynamisch hat das also bestimmt, also, aber das wollen wir davon jetzt nicht anfangen, was das auslösen würde, sondern wir nutzen es so hier. Und natürlich sind hier Absorber drin, man könnte jetzt hier alles ausräumen, alles mit Diffuser machen und so weiter. Das habe ich aber nicht gemacht, es sind trotzdem weiterhin Absorber drin. Das heißt, wir haben einen relativ schmalen Raum, der bedämpft ist und wir haben hier oben zwei Unterteilungen von den Räumen. Die haben früher gerne quadratische Räumchen gemacht, die Menschen. Und da wissen wir, das ist einmal nicht ideal. Und jetzt haben wir da zwei Unterteilungen, die machen was, ne? Die machen einen kleinen Kampffilter. So, wie kriege ich jetzt den Schall dort hinten hin? Ne? Und da haben wir uns dann auch Gedanken gemacht und haben dann benutzen für dort hinten sogar ein bisschen Akustiksystem. Ja. Und das können wir gleich auch mal, das wollen wir aber gar nicht demonstrieren, sondern doch, in der Kombination, nämlich mit seinen Produkten, ist das ganz enorm, was das hinten macht. Also das heißt, ich habe hinten ein bisschen was von dem gemacht, aber wir können wir zeigen. Also wir können also wir können das ist wirklich zeigen. Ist wirklich ja, also dieses es geht ja nicht nur um Vortex, mir geht es ja auch um das allgemeine Verständnis, wie wichtig es ist, auf verschiedenen Ebenen den Klang zu optimieren. Es funktioniert eben nicht nur auf der akustischen Ebene, ich nenne das jetzt mal mikroakustischen Ebene, das was Chang macht, es ist wichtig und funktioniert. Und auf der Ebene der Empfindungsoptimierung ist eben die Frage, wie beeinflusst Elektrosmog meine Empfindung? Das heißt also, wie mache ich aus dem, was ich akustisch bekomme, letztendlich Musik in meinem Kopf? Ja, das ist mein Job. Elektrosmog macht das kaputt, verhindert, dass ich zu dieser tiefen Empfindung komme in der Musik, die ich sonst aus dieser Akustik herausnehmen könnte. Und das ist also das, was wir wollen. Wir wollen also, dass wir eine Umwelt schaffen, in der wir richtig funktionieren, in der wir tiefe Musik empfinden können. Und das ist eigentlich der Punkt, auf den es primär bei Vortex HiFi angeht. Wir haben also kaum Produkte, die wirklich einen ernsthaften Einfluss auf das akustische Signal haben. Also eigentlich keins wirklich. Ja, kein Produkt hat einen direkten Einfluss auf das Signal in erheblichem Maße, ein bisschen die neue Impedanzoptimierung, da tatsächlich Resonanzverhalten im Hoch-Mitteltonbereich sich ändern, aber sonst eigentlich gar nicht. Also was wir aber massiv verändern können, ist ihre Empfindung von Details, ihre Empfindung von
von Emotionen, die transportiert werden sollen durch eine Stimme, durch ein Instrument. Erzählen ja auch Instrumente, erzählen auch emotionale Geschichten. Also auch das kann dazu führen, dass wir Gänsehaut bekommen plötzlich. Also ich kann mich an ein Erlebnis erinnern. Da hattest du den Raum beim Kunden perfekt gemacht. Er hatte neue Lautsprecher, freute sich über seine Kette, fragte mich, wie ist der Klang. Da habe ich gesagt, kann ich nicht beurteilen. Ich habe so schreckliche Ohrschmerzen in diesem Raum, ja, so ein Ohrgeräusch, ja, dass ich nicht beurteilen kann, ob das hier drin klingt oder nicht. Ja, das war für mich Körperverletzung in diesem Raum. Ja. Und dann, als ich das mit den Ohrgeräuschen erzählte, sagte er, gut, dass Sie das sagen. Ich traue mich das ja niemandem zu sagen. Mir glaubt das ja keiner, wenn ich das sage, dass ich in meinem Haus Ohrgeräusche habe. Ja? Das kam aus ihm so rausgeschossen. Ja? Und als wir dann mit Filtern und so weiter die Probleme, das Decktelefon, also die ganzen Probleme mal systematisch angegangen sind, wir hatten den ganzen Tag zur Verfügung, das zu machen, habe ich in der Reihe viermal bei dem Maler das zweite Gänsehaut gekriegt. Also von einer Performance, wo ich sagen würde, ich möchte am liebsten diesen Raum verlassen, bis zum emotional stärksten Reaktion war alles möglich, ohne dass wir irgendetwas akustisch geändert haben. Ja, deswegen heißt die auch Resurrection. Ja. Das passiert immer. Das hat die Wiedergeburt. Mit Auferstehung. Auferstehung, ja. Das ist schwierig. Es funktioniert gleich beim ersten Mal, beim zweiten Mal schon mehr. Und dann ist echt der Hammer. Bei mir ist es jetzt bei dem musikalischen Teil, ist es so, dass ich nicht häufig hintereinander mehrfach eine Gänsehaut bekomme bei einem Stück. Das ist selten. Ja, also das ist auch so, ich kriege das dann, ja, und dann war das für mich so ein tolles Ereignis, das ist dann nicht immer wiederholbar. In dem Moment hatten wir natürlich immer wieder neue Dinge gemacht. Ja, und das war also da schon was Besonderes. Ne? Und die Anlage, die da stand, naja, das war schon auch weit über 100.000 Euro. Weil der Server kostete ja schon 60.000 oder sowas. Also das war das also, Biest. Ne, das ist ja super teuer. Also wir reden. Das habe ich im Prototyp gehabt. Ja, also das ist. Also, egal, das ist auf jeden Fall hochpreisig. Also. Es ist halt so, und ich versuche noch mal 10 Minuten zu verwenden. Nochmal, echt? Nochmal 10 Minuten, um ein bisschen zu erklären, woher das kommt, dass ich das so mache. Also grundsätzlich ist es so, mein Vater hat Lautsprecher produziert, hat einen Hi-Fi-Laden gehabt in Kassel. Ja, er hat also mit, wie ich meine, guten Entwicklern wie Corner McRae, die früher die Corner McRae Lautsprecher entwickelt haben und gebaut haben, und der Professor Korn in Belgien, der hat auch für Philips dann das Motional Feedback entwickelt, also Bewegungsrückkopplung, auch davon hat er uns einen Aktivlautsprecher für uns entwickelt, den wir da gebaut haben. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen und war ein totaler Messfriede. Ja? Also das heißt, also alles, was man messen konnte, also jeder Verkäufer von uns musste in der Lage sein, dreidimensional in einen Tonkopf einzutaumeln mit dem Nagamichi-Messcomputer. Ja? Also wenn er das nicht konnte, dann konnte er nicht bei uns bleiben. Ja? Also das war einfach, ja, das gehörte einfach dazu. Ja? Das wurde denen beigebracht, das mussten die können. Ja? Das heißt also, ich habe viel gemessen und war auch auf der Ebene sehr zu Hause und habe mich auch sehr da reingearbeitet, auch in die Psychoakustik. Auch dann nachher so die Ideen von dem Fleiderer, Peter Fleiderer, das ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff, der ist also so, der BP8 gab es einen Lautsprecher. Fleiderer, das war der doch den Membranvorausbildung. Duo mit dem. Der kommt aus Kaltstadt, der Fleiderer, also das Herbel und Fleiderer. Also das jedenfalls der Peter. Der Peter Fleiderer hat halt die Zeit mit hineingenommen in die Betrachtungsweise. Mhm. Und zwar ganz extrem hat er die Zeit mit reingebracht und hat gesagt, also eine Membranregelung ist gut und schön. Aber wenn ich das vorausregle, also den Fehler praktisch analysiere und ihn umgekehrt von vornherein korrigiere, dann habe ich keine Regelzeiten mehr. Dann habe ich einen Phasenstarren, wir waren in der Lage, Phasenstarren Lautsprecher zu machen, der also einen Impuls, ein Rechteck wiedergeben konnte. Ja, also, ja. Und dann fiel ihm aber auf,
Naja, schön, dass ich einen Lautsprecher kann, der ein Rechteck kann. Nur die Aufnahmen sind ja gar nicht so gemacht. Die sind ja gar nicht phasenstarr. Da ist ja ein Mikrofon am Instrument und Mikrofon hier. Da kann ja gar keine phasenstarre Wiedergabe entstehen, ja, wenn ich das zusammenmische. Also es ist. Und dann sagt er, naja, dann entwickle ich ein Verfahren, um entsprechend phasenstarre Aufnahmen zu machen. Ja? Er ist auch da bei den Öffentlich-Rechtlichen bei dem einen oder anderen reingekommen, aber letztendlich ist er gescheitert. Ja? Dieses, deine Idee der phasenstarren Aufnahme hat sich nicht durchgesetzt. Mhm. Nirgends durchgesetzt, ernsthaft. Heute sowieso nicht, wo alles nur noch für ein iPod gemacht wird oder iPhone. Aber es gibt immer noch die Anhänger, die sagen, wir müssen regeln, wir müssen das Signal genauer und genauer und genauer und genauer und genauer kriegen. Heute diese Membranvorauslegung wird, glaube ich, von Backers und Müller sehr stark propagiert. Die Realität ist, dass keiner dieser Lautsprecher sich irgendwo heraus, also einen Vorteil verschaffen kann. Obwohl er technologisch, messtechnisch weit, weit anderen Konstruktionen überlegen ist, ist er klanglich nicht überlegen. Ja, also es gibt, das ist das Verrückte, wir können messtechnisch perfekte Produkte haben, die nicht überlegen sind. Und da schließt sich dann der Kreis zu dem, was ich dann nachher als Ansatz hatte. Denn ich war ja auch so jemand, der versucht, ich versuche immer irgendwie das messtechnisch so perfekt wie möglich hinzukriegen. Das Problem ist die Realität. Wir scheitern an der Realität. Das geht mir immer so. So wie Fleinerer an der Aufnahmerealität gescheitert ist, dass er über seinen Perfektphasen-Lautsprecher, Übertragungssystem eine Musik überträgt, die nicht perfekt ist und damit sich in der Kette betrachtet, sich das hat schenken können, dass er das macht. So ist, selbst wenn er aufnehmen würde, perfekt aufnehmen würde, hätte er das Problem, dass bei Zweikanal-Wiedergabe ja, die reale Schallquelle sich von der virtuellen Schallquelle unterscheidet. Wenn ich also hier vorhin stehe, dann ist, wenn Sie den Kopf jetzt eben so gerade auf mich richten, dann ist es eben so, dann kommt der Schall in einem bestimmten Winkel auf die Ohren. Ja? Wenn ich jetzt so von Ihnen zu Ihnen spreche, verändert sich der Winkel. Damit der Frequenzgang und die Phase, also Amplitudenfrequenzgang und zeitlicher Verlauf, ja, verändert sich dazu. So, bei der Stereophon-Wiedergabe fällt die reale Quelle und die virtuelle Quelle auseinander. Wir haben dort einen Schallerzeuger, wir haben hier einen Schallerzeuger und Sie hören mich hier, weil wir mit Amplituden und Phasen Stereophonie arbeiten. Ne? Sie hören mich dann hier in der Mitte stehen. Der Winkel, mit dem der Schall auf Ihr Ohr trifft, ist aber ein anderer. Nämlich der. Und damit haben wir die Differenz als Phasenfehler und oder Amplitudenfehler, je nachdem, Frequenzgangfehler, je nachdem, was wir jetzt gerade betrachten. Das heißt, dadurch, dass wir mit stereophoner Wiedergabe mit zweikanaliger Wiedergabe arbeiten, ja, können wir weder Phase noch Amplitudenfrequenzgang irgendwie annähernd richtig übertragen. Es geht nicht. Das hat nichts damit zu tun, dass man nicht sagen könnte, ich kann das korrigieren, ich kann ein Messmikrofon auf den Hörplatz setzen. Und dann sage ich so, ich habe mir einen Computer, mit dem messe ich den Impuls, der davon ausgeht und der da ankommt und dann korrigiere ich das, so wie der Fleinerer sich das vorgestellt hat. Ja, ich korrigiere das. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann musste ich mich davon verabschieden, zu sagen, wir sind irgendwann mal in der Lage, die Realität akustisch abzubilden. Es geht nicht. Und weil das nicht geht, ist auch der Versuch, die Realität schalltechnisch zu erzeugen, muss scheitern. Das aber kann, dann kann ich ja schon Erkenntnistheorie. So, jetzt ist es so. Wir haben ja große Veränderungen durch Lautsprecher. Ja? Lautsprecher haben große Zeitveränderungen, sprich 200 Grad ist nichts Außergewöhnliches, 140 Grad, 100 Grad, darunter schafft es eigentlich keiner. Also irgendwo sind die Schwankungen in der Phase, der Frequenzgang, was schwankt er im schalltoten Raum, die Realität ist dann wieder anders. Schalltoten Raum, also minus 6 dB ist so innerhalb des normalen Hörbereiches
sagen wir mal 50 Hertz bis 20 kHz hier dann bei so einem Lautsprecher innerhalb dieses Bereichs der Fehler. Ein Verstärker, wenn es kein Röhrenverstärker ist, sondern ein Transistor, haben wir einen Fehler vielleicht von 0,3 dB. Ein Kabel hat einen Fehler von 0,03 dB, wenn es halbwegs richtig abgeschlossen ist. Ich bin Kabellieber. Ja, das ist die Frage. Also wir haben übrigens der Fehler mit dem Stereo, ja, diese virtuelle Quelle zur Realquelle, dass das auseinanderfällt, ist ein Fehler in einer Größenordnung von ungefähr 18 Dezibel. Ja, wird das verformt. Ja, also drastisch. Da sind schon 6 Dezibel Kleinkram gegen. Da sind aber dann 0,3 Dezibel eines Verstärkers, noch kleiner Kleinkram. Und ein Kabel ist sehr kleiner Kleinkram. Und jetzt kommen wir, was macht ein Netzkabel ungefähr an Frequenzgang, Phasenfehler, Klirr, was bringt das so dazu? Wie viel halten wir es mal an der Amplitude fest? Wie verändert sich der Frequenzgang durch ein Netzkabel? 0,00. Sagen wir mal 0, da sind wir am nächsten dran. Okay. Ja, also so eine hohe Induktivität kann so ein Kabel gar nicht haben, dass das irgendeinen Einfluss auf das auf die Grobparameter im HiFi hat. So Sie wollen sagen, dass die kleinste, also die minimalste Sache doch so einen großen Einfluss hat? Kann einen riesen Einfluss haben, dass jemand sagt, ich höre mir die Anlage nicht an. Genau. Das tue ich nicht. Ja, ohne dieses Stromkabel, was zu mir passt oder was ich toll finde, mache ich das nicht. Ja, ist jemand von Ihnen Strommensch? Haben Sie einer von Ihnen mit Stromkabel experimentiert? Hat einer von Ihnen mit schon Jahre für 20.000 Euro also da anliegen. Stromkabel. Oder so, oder? Giulietta. Nee, Monitor Audio, das ist aber ein Interconnect. Ich habe gesagt, das ist Giulietta Zeugs, was du verkaufen willst, dieses fette Zahlen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Können Sie mal auf die Frage antworten. Ja, ist jemand von Ihnen Strom? Die haben keinen Bambusstock, deswegen sind wir so. Ja, ist er, okay. Ich frage Sie da jetzt, dass Sie als solcher geoutet wurden. Ich habe immer für alles her. Ja. Wenn ich Ihnen jetzt Ihre Stromkabel wegnehmen würde und Sie müssten die Originalverpackungsstromkabel nehmen, würden Sie den Klang noch okay finden, Ihre Anlage? Die habe ich meistbietend schon versteigert. Also? Weil die so gut waren. Nein, aber bei mir ist es so, ich kenne keine normalen Packungsstrippen, weil ich nehme immer schon normale, billige Strippen. Ja. Von einer Firma, die, also in dem Fall sind es Helmut Brinkmann Strippen, die kosten nichts. Und die taugen in den allermeisten Fällen was, während die teuren Geschichten... Nein, aber die Frage ist ja die, ist Stromkabel für Sie ein Klang, relevanter Klangfaktor? Ja, klar. Okay, so. Und dann fragt man sich, warum ist das so? Ja, für diejenigen, die ein ordentliches Setup sich erarbeitet haben, ist das nämlich so. Ja? Warum ist das so, wenn es doch keinen Einfluss auf das Audiosignal hat? So, und das war die Frage, die im Zentrum stand. Das ist die Frage, die im Zentrum stand. Und der Unterschied ist, wir haben zwar keine Veränderung im Audiosignal, aber wenn ich mit einem Feldmessgerät an einem Stromkabel messe, dann ist jedes Stromkabel gibt ein anderes Feld ab. Wie ein Fingerabdruck. Ein anderes Magnetfeld, ein anderes elektrisches Feld, andere Wirbelfelder, die sind natürlich schön zu messen. Ja, das heißt also, das, was emittiert wird. So, und wir wissen aus der Medizin, aus der Umweltmedizin, dass Felder, elektrische Felder, magnetische Felder, sind in der Lage, in meinem Körper, vor allen Dingen auch im Nervensystem, Veränderungen herzuführen. Unter anderem eben auch Ohrgeräusche. Das heißt, auf das Hörsystem zu reagieren. So, da schließt sich der Kreis. Das heißt also, Dinge, die wir zwar nicht im Audiosignal oder auch nicht in der Akustik nachher messen können, können aber die Interpretationsakustik der Akustik, also das, was ich aus der Akustik mache, nämlich die Musik, stark beeinflussen. Ja, weil er mich beeinflusst. Ich mache ja aus der Akustik, die da zum Ohr reinkommt, die man da auch noch dort messen kann, noch dort messen sollte und nicht einfach mit dem Messmikrofon messen sollte, weil der Kopf ganz starken Einfluss auf diese Akustik nimmt. Es ist also elementar, auch zu sehen, was passiert danach. Was passiert danach bei mir mit der Musikempfindung? Und das ist der Teil, den wir bearbeiten. Das heißt, also wir haben systematisch untersucht, was sind denn die Einflussgrößen auf das, was wir empfinden, und haben dort verschiedenste Antworten gefunden.
Und deshalb ist es auch so, dass es so wichtig ist, dass wir eben nicht nur uns auf die Anlage konzentrieren, nämlich das ist auch, was viel gemacht wird. Ja? Wenn ich mich auf die Anlage konzentriere und sehe und investiere da, investiere aber nicht in mein Umfeld, in dem ich mich bewege, das ja genauso einen Einfluss auf mich hat wie die Anlage. Ja? Die Anlage ist ja nur ein Teil der Umwelt. Ja? Dann ist es zu kurz gesprungen und wir können an der Anlage nachher auch so Dinge wie, ja, wie Wechsel von Stromkabeln und sowas immer schlechter hören, weil die Umwelt den Stress schon erzeugt und weniger die Anlage. Und das ist eben auch ein Punkt, den wir mit all unseren Produkten im Fokus haben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel reden über Stromfilterung, um eben bestimmte Störungen, die auf das Nervensystem wirken, das ist nur in einem bestimmten Spektrum besonders intensiv, dann sagen wir, diese Filterung hat nicht an der Anlage zu erfolgen, sondern dort, wo die Störungen am größten sind. Das heißt, man muss messen, wo sind die Störungen und dort werden sie dann beseitigt. Ja. Diese Betrachtung, diese ganzheitliche Betrachtung, die wir auch in der Akustik als selbstverständlich ansehen, wenn man sich damit beschäftigt, dass natürlich der Schall, der von der Anlage kommt, nicht entscheidend ist, sondern der Schall, der zu mir kommt, entscheidend ist und der geht nochmal über den Raum. Ja, das heißt, der Raum hat einen Einfluss auf mein akustisches Empfinden. Ja, so hat auch der Raum einen Einfluss auf meine Nervenqualität, auf meine Fähigkeit, die Musik zu interpretieren und daraus eben Details zu hören. Musik, Schall kommt nicht einfach in das Ohr und wir hören es, sondern wir vergrößern Dinge, die wir hören wollen, also bis zum Tausendfachen des hereinkommenden Schalls. Das macht also der sogenannte cochleare Verstärker, das ist also ein Regelmechanismus mit dem Gehirn und mit den Hörzellen. Und das ist also wieder geregelt und danach kann man dann verändert auch die Schwingungen zum Beispiel auf der Tektorialmembran, dort wo die Nervenzellen draus sind. Diese Schwingung wird auch mit den äußeren Haarzellen verstärkt, wenn ich etwas stärker hören will. Und was ich nicht hören will, diese Schwingung wird abgeschwächt. Ja, das heißt, durch die Konzentration auf einen Sänger zum Beispiel höre ich das Cello oder das Klavier weniger. Konzentriere ich mich auf das Klavier, höre ich den Sänger weniger. Ja, ich kann nicht alles auf alles konzentrieren. Ja, und das führt eben dazu, dass man dann plötzlich enorme Details hört. Widerspruch. Ja. Es gibt aktives Hören und rezeptives Hören. Man kann das nicht sagen, so ich entspanne mich und lasse es auf mich zukommen. Ja, also das macht man in der Regel bei super komplexen Geschichten, weil man halt nicht alles wahrnehmen kann. Aber sie werden sich auch daran, entdecken, dass sie dann sagen, oh, da spielt jetzt gerade die Partitur, sieht gerade vor, ach, der Oboist, der wird jetzt gehighlightet, dass sie sich natürlich auch auf den Oboisten dann konzentrieren. Ja, also das heißt also ganz so geht's nicht. Musik ist organisch und hat ihre eigene Bewegung, der rezeptive Wahrnehmer wahrscheinlich umfassender wahrnehmen wird, als der aktive Hörer, der selektiv hört, oder? Ja, aber es ist immer beides. Also was ich damit sagen wollte, also so ganz so relaxed da und einfach so mitgehen, Hören ist eine Kunst. Ja, das hört jeder an. Also dieses selektive Hören ist immer auch ein Teil. High-End hören immer selektiv, da gebe ich Ihnen rein. Also, dann... Ja. Jetzt habe ich wieder weit überzogen. Ne? Spiel noch mal ein bisschen was. Ja, Details können wir uns nachher alles nochmal, kann ich besprechen. Ich kann mal Grafiken zeigen, auch insbesondere was die neuen Produkte anders machen und was sie beeinflussen und so weiter. Das können wir uns alles nachher im Detail angucken, aber jetzt konzentrieren wir uns aufs Hören. Jetzt hat es gerade kein Signal, aber vielleicht sollte man einfach mal kurz demonstrieren, wie jetzt dein Computer mit dem also wir haben ja einen Fernseher, den Fernseher von Grundig, den schalten wir aus, ja? Sollen wir den ausschalten, okay. So, Fernseher ist ausgeschaltet, ja? Okay. Das Teil kann ein Feld detektieren, ja? Das wird dazu benutzt, damit ich hier die Phase sehe. Also ich gehe jetzt hier hin, da unten. Ja, das fällt dann raus. So, hier unten piepst es, ja? Und einen Zentimeter weiter da piepst es nicht. Ein Zentimeter weiter piepst es nicht. Und dadurch kann ich sagen, da ist die Phase. Ja? Okay? Der Fernseher ist noch auf Standby, oder? Der Fernseher ist auf Standby. Okay. So, jetzt. Da passiert nichts. Hätte ich umgekehrt machen müssen. Also, ich ziehe unseren Ground Optimizer raus. Also. Aha.
ganz normal angeschlossen jetzt, der Fernseher. Der ist angeschlossen, aber er ist eben nicht nur weggereicht. Viele Melomanie. Was heißt es in dem? Was heißt, wir haben ja ein starkes Feld, das abgestrahlt wird. Das heißt, wenn ich so eine, wenn ich das Ding jetzt hier benutze, also ich habe den Augenkraut-Optimizer gehabt, aber so Dinge, solche Billigelektronik, ja, mit billigen Netzteilen, ja, die verseucht ihre Umwelt stärker als ihre HiFi-Anlagen. Deshalb konzentrieren sie sich nicht immer gleich auf die HiFi-Anlagen. HiFi-Leute wollen natürlich ihre HiFi-Anlagen optimal haben. Das ist klar, ne? Aber ich muss oft das Umwelt, die Umwelt verbessern, weil hier viel mehr Störungen auftreten. So. Noch eine Sache. Kann das sagen, im Wohnzimmer vom Hörraum her sein, dass man im Wohnzimmer eine Maßnahme macht, die im Hörraum deutlich stärker sich bemerkbar macht als die gleiche Maßnahme im Hörraum. So, jetzt ja, Fernseher. Sie sagen ja zum Beispiel, naja, ich habe einen Smart TV bei mir im oder einen Fernseher bei mir im Schlafzimmer, ja, damit der mich nicht stört, ziehe ich den Netzstecker. Sehe ich den Netzstecker. Gut. Hätte ich auch gesagt. Oh, dumm gelaufen. Der hat einen Priapus. Ja, man ist halt mit einem LAN-Kabel verbunden. In diesem Fall ist er über ein HDMI-Kabel mit dem Laptop verbunden. Ja, und weil der Laptop die Störung hat, ist diese Antenne noch aktiv. Es ist eine Antenne. In diesem Fall. Ja, er macht das nicht selber. Der Computer ist noch am Netz. Der Computer ist am Netz. Okay. Ja. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich ziehe das auch raus. Ja. Ja. Oder ich stecke zum Beispiel in den Computer einen Ground Optimizer. An der Quelle. Dann ist das hier weg. Nicht nur der Computer. Ja. Der Bildschirmschoner jetzt. Sondern hier. Ja. Oder ich, der piepst auch, oder ich mache, hier piepst auch, oder ich stecke sie in den Fernseher rein. Natürlich am sinnvollsten bei der Quelle, weil dann über die Verkabelung die auch noch was abgestrahlt wird. Der Computer. Genau. Das kann beim LAN-Kabel so ein LAN-Switch sein oder beim Fernseher auch die Antennenverstärker. Auch Antennenverstärker gibt über die Antennenleitung auch das gleiche Problem rein. Wie heißt das nochmal? Das heißt, diese Fernseher, die man übers Internet guckt, die man überall kaufen kann mit 60 MHz, sind ja auch solche Teile. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind vernetzt. Und diese Vernetzung führt dazu, dass wir, wenn wir irgendwo Störungen haben, diese das ganze Haus bekommen. Es reicht nicht aus, einfach das Gerät auszumachen, sondern wir müssen dieses Netzwerk säubern. Ja, dafür haben wir eben auch Ground Optimizer entwickelt. Also eben diese Teile, die man irgendwo einsteckt, ja, dort wo die Störung ist, einsteckt und dadurch diese Störung dann in dem Stecker hier vernichtet. Das ist die Idee, die wir haben. Ja? Also das ist ein bisschen komplizierter noch, können wir nachher darauf auch gehen, auf die Details. Nur sowas haben wir exzessiv eingesetzt. Wir werden also auch Ground Optimizer hier vorführen. Genau. Ja? Weil auch die Anlagen immer, wenn wir exakt da, wo die Störung ist, die Störung wegnehmen, ist das auch immer besser, als wenn die Störung noch durch ein ganzes Gerät durchgeht und dann erst über ein Kabel beim nächsten Gerät beseitigt werden. Das hat also eben auch erhebliche Vorteile, wenn man das so macht. Ja, lange Rede, mal kurz diese sehen. Anlage kennenlernen, sodass man mal so ja, das wäre super. Ein paar Eindrücke mal. Wie spielt das jetzt überhaupt hier oder auf was lässt man sich ein? Wir zeigen ja hier jetzt mehr Unterschiede, ne? Nicht unbedingt die Präsentation einer Anlage, die ich jetzt. Das Prinzip ist halt der klassische Workshop-Prinzip. Wir haben eine Referenz, das ist, wir haben hier alles dran. Im Raum ist alles gemacht, was wir machen wollen. Und dann werden wir eine Maßnahme entfernen. Ja, also das nennen wir Negativprinzip. Also wir verändern etwas zum Negativen. Ja? Weil wir ein Problem mit den Produkten insofern haben, die wirken nicht sofort in voller Qualität. Da gibt es so etwas, das nennt sich Erstverschlechterung. Und um die auszuschließen, machen wir immer nur Negativvorführungen. Also alles machen und dann was wegnehmen. Ja, dann machen wir das mal. Also wie gesagt, was wir jetzt hier machen, bezieht sich nicht nur auf die Anlage, sondern auf den gesamten Raum, in dem wir uns befinden.
Wir haben schon die Runde gewechselt. Ja. Die 70er Runde ist ab. Ich habe ja vorhin gesagt, Wasser ist auch ein Problem. Wasser und Elektrizität und eine Störung. Das ist ein richtiges Erlebnis gewesen vorher, wie die beiden hochabgestimmten Toms gespielt wurden. Die, ja, ne? Das war jetzt schon wieder manch. Die sind jetzt durcheinander. Das war völlig manch. Das ist mit dem die gleiche Stelle. Geht man auch systematisch vor. Ja, also, dass man sich erstmal, wenn man alles sofort machen würde, ist man hier, also mit dem, was hier ist, was ich 20.000 Euro los oder sowas. Ja, aber Sie können, was ich 15.000 Euro. Aber wenn man kann, wenn man intelligent vorgeht, ja, dann beseitigen Sie immer die größten Probleme als erstes. Ja, sodass also Sie mit einem Bruchteil dieses Geldes, was ich schon 90 Stromfilter, Strom zu optimieren, Strom, gibt es viele Untersuchungen, dass die das menschliche Nervensystem antriggern, insbesondere hohe Frequenzen, die auf dem Strom sind. Also ein Radiowecker am Bett. Ja, so direkt am. Ja, also das ist überhaupt nicht gut, wenn also hohe Frequenzen auf dem Strom sind, die können wir durch Filter beseitigen. Da wird ein Filter eingesteckt in den Strom und der nimmt an dieser Stelle dann diese Energie weg. Aber die Wecker mit Batterien.